Stimmt, das müsste hier jetzt gelandet sein. Genau, bei Reagenzien. Questgegenstände und so werden, glaube ich, im Lager abgelegt. Ich glaube, ich kann auch einfach Zeug. Du musst kampieren oder in die Stadt zurückkehren, um Zugang zu diesem Slot zu erhalten. Ah, okay. Gut, okay. Handwerk müsste eigentlich das meiste von vornherein freigeschaltet sein. Schriftrollen, Tränke. Werde ich mal gucken, dass wir auch in diesem Playthrough ein bisschen mehr davon Gebrauch machen. Und ja, im ersten Teil war es halt wirklich so, dass wir Ausdauer und Gesundheit haben. Und eine seltsame Krankheit natürlich. Der umgestürzte Baum bewegt sich keinen Millimeter. Harz tropft aus dem gezackten Wunde in seinem Stamm. Ich freue mich nicht gerade darauf, das Ding morgen anzuheben, zu versuchen. Also ja, wenn wir auf die Karte gucken. Hier geht's auf die andere Seite. Und da läuft ein Reh weg. Vielleicht Reisende oder Plünderer oder Banditen, wie man es auch nimmt, ein schlechtes Zeichen. Die Leiche ist kalt und sondert einen beißenden Geruch der Fäulnis ab. Ein dunkler, verkrusteter Blutfleck prangt auf der einfachen Lederkleidung. Ich finde es lustig, dass hier halt solche Laternen sind. Wir könnten jetzt theoretisch schon die Rüstungen bei Heodan verkaufen. Ach ja, stimmt, hier steht Sparfell bei der Laterne rum. Anyone need supplies? I've got sundries for sale. Geld? Ein Regenerationstrank? Der ist schon mal nicht schlecht. Und ja, das ist auch so eine Sache. Für die weiteren Slots müssten wir erst Skills lernen. Gucken wir mal kurz nochmal in den Charakter. Ich habe gerade eine Mechanik von 0. Wissen von 1. Athletik von 2. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was man auf welcher Stufe steigert. Eisbaffel. I'll have your water soon enough. Stream's not going anywhere. Ich werde dein Wasser früh genug besorgen. Der Strom geht nirgendwo hin. Reden wir mal mit Heo dann. Du siehst einen Mann, der einfache, aber überwiegend gepflegte Kleidung trägt. Ein gezackter Riss im Saum seines Waffenrocks scheint ihn aber förmlich zu versteinern. Brought a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Als er dich bemerkt, schüttelt er seinen Kopf und lacht. Einen ganzen Wagen voller Waren zum Verkaufen habe ich mitgebracht, aber nicht genügend Hemden für die Reise. Er kratzt sich mit dem Fingerknöchel an einer Wange, die ganz so mit unebenen Stoppeln bedeckt ist, als ob er sich noch nicht ans Rasieren unterwegs gewöhnt hätte. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale, if you'd like to take a look. Sag mal, kannst du vielleicht irgendetwas gebrauchen? Ich habe ein paar einfache Reiseutensilien im Angebot, falls dich das interessiert. Wer bist du? I'm a trader, originally from the Adir Empire, but I've been trying to establish new business out here. Life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Ich bin ein Händler. Ursprünglich komme ich aus dem Edirreich, aber ich habe versucht, hier draußen ein Geschäft aufzubauen. Er schaut seinen Wagen an und grinst reumütig. Das Leben unterwegs hat mir zugegebenermaßen einige unerwartete Herausforderungen präsentiert. Und wie kratzbürstig die Einheimischen sein können, hast du bestimmt schon bemerkt.
Aber wir sind ja hier, um das Beste daraus zu machen, richtig? Wir können es genauso gut versuchen. In einer solchen Perspektive würde es dir sicherlich gut ergehen. Wenn du schon glaubst, diese Karawanenleute wären kratzbürstig, dann sieh dich vor diesen Axtschwingern vor, die Odima erwähnte. Wie unfassbar naiv du bist. Es wundert mich, wie du so lange überleben konntest. Also, nehmen wir mal die zwei, weil wir sind ja gutmütig und leidenschaftlich. Also, nehmen wir einfach gutmütig. Naja, dann werden wir es wohl noch sehen. Ich versuche nur das Richtige für meine Familie zu tun. Something else you need? Looks like we're settled for the night. Brauchst du noch etwas? Sieht so aus, als würden wir hier übernachten. Erzähl mir etwas über das Edirreich. It's not as big as it used to be, but it's still big. The mainland is a continent northwest of here, but the colonies used to include Raed Seris and the Deerwood. About 150 years ago, Deerwood won its independence from the Empire. A fact our companions are quick to remind me of. Es ist nicht mehr ganz so groß wie früher. Groß ist es aber immer noch. Das Hauptland ist ein Kontinent nordwestlich von hier, aber zu den Kolonien gehörten wir Cervis und der Dürrwald. Ja, wo wir uns gerade befinden. Vor gut 150 Jahren ist der Dürrwald vom Reich unabhängig geworden. Eine Tatsache, an die mich meine Gefährten gerne erinnern. Er grinst sich schief an und blickt in Richtung der verstreuten Karawanenteilnehmer. Warum bist du den ganzen Weg bis hierher herausgezogen? Because it seemed friendlier than Raed Seris? My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. War es hier freundlicher, als in Oeserwes zu gehen schien? Er lacht. Meine Brüder haben das Kaufmannsunternehmen der Familie vor ein paar Jahren übernommen, und für mich gab es für zu Hause nicht mehr genug zu tun. Also zog ich aus, um das Geschäft zu erweitern. Er zuckt mit den Achseln. Da der Dürrwald eine ehemalige Edirkolonie ist, schien es mir ein guter Standort zu sein, und so sehr ich das Arbeitsethos der Rizeraner auch bewundere, so kamen mir sie dennoch stets etwas fanatisch vor. Anscheinend hast du den Kürzeren gezogen, das ist aber edelmütig von dir. Klingt eigentlich recht vernünftig. Das ist edelmütig von dir. Von seinen Kragen aus steigt ihm die Röte ins Gesicht. Ganz und gar nicht. Ich tue nur meinen Teil. Na, dann zeig mal, was du anzubieten hast. Also die einfachsten Sachen eigentlich und Dietriche. Also die Sachen könnten wir verkaufen. Weil dürwedische Kleidung und eine Lederrüstung, die bringen nicht viel. Dann kaufe ich mir mal all deine Dietriche. So. Machen Quick Save. Das müsste in dem Spiel mit F5 gehen. Und dann will ich jetzt einfach mal herausfinden, was in dieser Truhe ist. Kleiner Trank der Ausdauer. Das hat sich jetzt nicht sonderlich gelohnt. Also schnell laden F8. Mal gucken, wie schnell es lädt. At once. Ging einigermaßen. Gut, mit ihm haben wir geredet. Hier ist was zu pflücken. Dieser Pfad windet sich durch eine enge Schlucht zurück zu den Ausgangsorten. Wir sollten nicht zu weit abschweifen. Reden im Boden zeugen von der Durchfahrt hunderter Karawanen. Let's check by those outcroppings. Kalisha wurde verletzt. Automatische Pause. Wenn ein Gruppenmitglied Schaden erleidet, ich wollte eigentlich eher die beiden. Niedrige Gesundheit und Ausdauer. So wollte ich das haben. So, ein Wolfsfell.
Verbrannte Dame, okay. Und da werden die Bären, das war's. Odema sagte, du seist eine Art Kolonistin gewesen, bevor du hierher gekommen bist. Wenn das stimmt, dann bist du hier genau richtig. Das ganze Land besteht aus einem Haufen Kolonisten. Mir scheint das Leben an der Grenze ja zu gefallen, was? Dort, wo ich war, gab es ein Vermögen zu machen. Eigentlich geschah nicht absichtlich. Ich floh vor der Verfolgung. Ich war dort, um das Land zu befrieden und die dortigen Einheimischen. Das geht dich nichts an. Was nehmen wir denn? Eigentlich befrieden klingt gut. Ach ja, und wie bist du dann hier gelandet? Manche Einheimischen nahmen unsere Bemühungen nicht so einfach hin. Sie brannten unsere Siedlung nieder. Ich habe dort einige Dinge getan, mit denen ich nur schwer leben kann. Letztendlich hat uns das Land befriedet. Eine fürchterliche Krankheit hat die meisten von uns erledigt. Ich hatte Glück, dass mir noch die Flucht gelang. Nehmen wir mal die zwei. Naja, wir haben doch alle etwas, das wir gerne zurücklassen würden. Ich jedenfalls schon bei den Göttern. Das kann ich dir sagen. Lass uns hoffen, dass sie uns niemals aufspüren werden. Kalisha nimmt ihre Umgebung in sich auf. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal so war. Aber gefallen hat es mir immer. Fürst Redricks Angebot, es bringt ein Mädchen zum Nachdenken. Das muss ich ihm zugestehen. Und du? Willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Es ist ein Angebot, das man sich nur schwer entgehen lassen kann. Hierzulande wirst du nicht viele derartige Angebote bekommen, glaub mir. Hast du einen großen Plan in der Hinterhand? Ich werde mich hier niederlassen und ein neues Leben beginnen. Ich werde hier für eine Weile untertauchen und versuchen, nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Stinkreich werden. Ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes tun werde. Nehmen wir mal ein neues Leben beginnen. Naja, ich weiß das schon. Vielleicht werden wir letztendlich Nachbarn, wenn Redrick genug bezahlt. Egal, ich verschwende hier meine Zeit. Odema wird mich ganz schön zusammenstauchen. Lass uns aufbrechen. Warum bist du hier? Kalisha seufzt ungleichmäßig, ihre Augen suchen den Boden bei ihren Füßen ab. Vor einer Weile ist meine Schwester hier hinausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein. Aber so ist sie schließlich immer. Dieses Mal aber bat sie mich, sie aufzusuchen und das hat mich etwas besorgt. Ich habe sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich hatte in X-Samitel zu tun. Und dennoch, ich würde alles für sie tun, weil sie... Nun, sie ist eine viel bessere Frau als ich. Deswegen bin ich jetzt hier und wir werden sehen. Ich habe schon früh mit Odema gearbeitet. Normalerweise führt er keine Karawane auf dieser Route. Er tut es nur mir zuliebe. Erzähl etwas über dich selber. Ich habe geringe Ansprüche. Jetzt werde ich ein bisschen zu hektisch beim Lesen. Ich mag den freien Himmel und weite Horizonte. Ich suche mir immer Arbeit, bei der ich auf diese Weise leben kann. Auch meine Familie ist auf Wanderschaft. Wir brachen im Dürwald auf. Meine Eltern aber zogen schließlich ins Land der Lebenden. Einer meiner Brüder lebt in Rao Tai, ein anderer in Edir. Meine Schwester Goldtan ist die einzige echte Stubenhockerin. Was kannst du mir über den Dürwald sagen? Von Geschichte habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, dass er einst zum Edirreich gehörte. Nach einem Krieg vor ein paar Jahren hat er sich abgespalten. Die hiesigen Einheimischen sind ein ziemlich streitsüchtiger Haufen. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden gewesen, aber in letzter Zeit kamen mir seltsame Dinge darüber zu Ohren. Die Leute haben wohl Probleme, Kinder zu gebären, und zwar viele Leute. Das geht schon seit Jahren so, aber irgendwie wird es immer schlimmer. Mit einem unbehaglichen Zittern in der Stimme fügt sie hinzu, ich muss meine Schwester genauer darüber befragen. In Ordnung, lass uns mal ins Lager zurückkehren. Ich an deiner Stelle würde mich nicht darauf verlassen, dass dir Sparfell irgendwann dir das Wasser bringt. Er macht, was er will und wann er will. Wir sollten ihn zuerst aufsuchen und ihm ein bisschen Vernunft einbräuen. Der Strom ist gleich da unten. Komm schon, lass uns dein Wasser holen. Ja. Also auf der Seite haben wir alles abgegrast. Das heißt, wir müssen jetzt über die Brücke. Ups.
Eine hübsche kleine Steinbrücke. Not good when hunting. At least you left the water. Das ist frisch nicht gut. Was für eine Überraschung. Sparf ist zu Jagd gegangen. Wenigstens hat er die Wasserschläuche hier gelassen. Komm schon. Die Fußspuren und das Lagerfeuer sind undeutlich. Sie könnten schon mehrere Tage alt sein oder noch älter.